Hey Dudes, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir spielen hier mit FC St. Pauli gegen Erzgebirge Aue und fupp, weg damit. Weg mit der Pille und ab ins Spiel. Ja, Erzgebirge Aue, ich weiß gar nicht, welchen Platz die sind. Sieht man das jetzt hier? Ja, wir sind Platz 5. Aue ist auf, habe ich jetzt nicht gesehen so schnell. Ah, das wird schon passen. Wichtig ist, dass wir hier halt Punkte machen, um weiter nach oben zu kommen. Je eher wir die Punkte machen, desto mehr Zeit haben wir da oben, um uns da in die Top 3 hinein zu spielen. Ja. Sehr guter Pass, auf jeden Fall. Weil er sich den noch gemerkt hat, dachte er, ich muss auf jeden Fall nach da spielen. Ich habe die Sachen jetzt auf Semi gestellt. Die Pässe und Schüsse und so weiter. Das heißt, es könnte theoretisch heute ein bisschen anders laufen. Vermutlich dann weniger gut oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich habe dann einfach mehr Kontrolle. Das, was ich einfach hier so ein bisschen brauche. Genau das meine ich. Oh. Die allergeilste Chance, die wir da haben. Wisst ihr was? Ich gehe kurz in die Einstellung. Bei den Schüssen mache ich das weg. Schusshilfe mit Hilfe. Ja. Kann natürlich schlecht sein, aber ja, das hätte eben gerade drin sein müssen. Das war eine perfekte Situation für sowas. Armin Younes, kommt sie. Hat einfach zu lange gedauert am Ende. Schade. Uff. Kirstein fängt den Ball. Sehr gut. Ab zweimal eine ähnliche Chance. Und zweimal nichts draus geworden, ne? Weil die Verteidigung natürlich auch noch ein Wörtchen damit zu reden hat. Der erste war aber noch ein bisschen besser, die erste Chance. So, wir brauchen jetzt hier. Ah, zu früh gespielt, zu früh. Da muss man immer ein bisschen drauf achten, dass man nicht zu früh spielt, auch nicht zu spät. Genau. Hey, komm runter von mir. Hallo. Ich glaube, die spinnen ja wohl. Kuscheln die da einfach. Schade. Bleibt einfach da auf mir liegen. Und bindet mich dann da einfach mal so lustigerweise. War schon so ein bisschen fail. Ah, starke Abwehr. Den hätte ich haben müssen. Und ich hätte auch hier nicht am Ball vorbeilaufen dürfen. Also eins nach dem anderen, da müssen wir ein bisschen besser klarkommen. Und es würde mich auch freuen, wenn wir nicht weggeschubst werden beim Kopfball. Armin Younes! Der kam nämlich nicht mehr zur Potte. Ich hatte das Gefühl, dass sie mich dann gleich da markieren und wegeditieren. Ja. Younes heute mit ganz großem Draht nach vorne. Er hat den Ball nicht mehr rausgekriegt. Verhug. Also hier 1A Chancen dabei. So gefällt mir das. Das muss so auch so kommen. Sieht doch schon mal ganz nett aus. Wir treffen zwar nicht. Das ist dann halt unser Problem. Aber es sieht in Ordnung aus. Ist
Quack, quack. Quack, quack. Quack. Okay. Ah, Tiwi, den wollte ich ja spielen lassen mal wieder. Boah. Der kam doch zu weit. Mist. Abschlag. Ja, die erste Halbzeit ist gleich vorbei. Wenn wir jetzt hier nicht aufpassen, wird's eng. Ja, ach. Wack, alles wack. Okay. Oh, oh. ich hab nichts gesehen. Da ist nichts passiert. Genau hier ist nichts passiert. Younes, ey. Wie viele Chancen? 1860 führt 2-0. Bielefeld liegt 1-0 hinten. Oh Mann. Younes hat richtig Gas gegeben. Schönes Spiel. So, wir brauchen hier ein bisschen. War überhaupt nichts drin in der Aktion. Yes! Daube, der Defensivspieler, oder? Defensives Mittelfeldspiel, Spieler, Mittelfeldspieler, defensives Mittelfeld. Ich weiß es nicht, wo er steht. Nummer 7, links? Ist er. Was? Welche Position hat er? Oh, ich weiß nicht. Aber der Pass war gut. Und der Schuss kam. Boink. In Ordnung. Der kam ganz in Ordnung. 50. Minute 1-0. Mann. Schwere Geburt. Hart, aber fair. Ah. Zu früh gespielt. Aber den Ball sofort wiedergeholt. Und ins Ausgespielt, weil, ihr wisst ja, Fair Play und so. Alles klar, Fair Play. So, müssen aufpassen. Achtung. Ah. Ah. Jetzt hier unten. Achtung. Oh, da fühlt sich nicht angesprochen, Bartels, ne? Das ist unser. Younes spielt da hinten ganz gut. Nee. Warum zieht er da rein? Warum zieht er da rein? Okay, Spielerwechsel. Younes, gutes Spiel trotz eigentlich gemacht, aber ja, doch nicht. So, Daube ist defensives Mittelfeld, ja. Und wir wollen mal T reinbringen. Für, wo kann der denn alles? Sogar im Sturm. Abschluss 66. Ich glaube, das ist für Hook noch ein bisschen besser, ne? Ja, ein bisschen. Aber ist auch nicht so frisch. Nöte. Tee. Wir warten noch ein bisschen. Versuchen jetzt hier unser 1-0 weiter zu halten. Man muss ja nicht gleich die ganze Mannschaft auswechseln, nur weil es 60. Minute ist.
So. Ah, fast gekriegt. Ja, ist Freistoß. Schnell ausgeführt. Okay. Wir brauchen hier ein bisschen Platz. Komm, Nering. Ah, Ballverlust. So kann man es machen. Bartels. Und direkt so gelaufen, dass der Gegenspieler den Ball hatte. Haha. Aha. Och nö. Schieß doch an dem vorbei. So, Daube. Eins zu null steht, es ist ganz knapp. Jungs, an den Ball. Hier, du blöder Penner. Die ganze Zeit am Rumzacken an meinem Trikot. Kannst du zurückhaben. Ja, super Vorlage, 1A. Meine Güte, ey. Jeder Ball eine Vorlage. Das ist doch hier gerade echt Momentum, oder was? Verkehrter Pass. Ah, abgeprallt. Da wechseln wir jetzt nochmal. Da wechseln wir jetzt. Ist zwar schon ein bisschen spät. Ah, ist echt furchtbar. Furchtbar. Und Schindler dann auf links. Und dann haben wir keinen mehr zum Auswechseln. Da müssen sich wohl noch ein paar Spieler gedulden. Man kann halt nur drei auswechseln. Und diese optischen Fehler, dass man nicht so einschätzen kann, wo der Ball dann doch tatsächlich hingeht. Einwurf wieder für Aue. 1 zu 0 ist ein ganz knapper Sieg, wenn das so bleibt. Nicht noch hier 30 Minuten drangehängt werden. Oh nein, da kommt er durch, da kommt er durch. 3 Minuten werden dran gehängt. Für uns, für uns, für uns. Juhu! Okay. Brech ab das Spiel. Mann, endlich! Steht 1 zu 0 am Ende. Daube hat das Tor geschossen. Puh, hartes Spiel. Starker Zweikampf von beiden Mannschaften. Viel ging nicht, aber naja, war in Ordnung. War aber echt schwer, war echt schwer. Boah, und das war angeschnittener Schuss. Das war einfach echt, ja, traumhaft. Ja, auf jeden Fall 8,0 hier für Daube. Younes 7,8, das ist auch noch okay. Ja, kann man leben, ist in Ordnung. 1860 gewinnt 4 zu 0. 3 Punkte haben wir jetzt gemacht. Haben uns damit auf Platz 4 hingeschoben. Düsseldorf Platz 1. 1860 dahinter, dann Köln und dann wir. Köln und wir beide mit 21 Punkten. Mit einem Sieg wählen wir theoretisch schon bald auf den zweiten Platz. Köln hat aber noch, genau wie Fortuna, ein Spiel vor sich. Und deswegen
Mal gucken. Wir konnten gar nicht im Büro irgendwas sagen. Aha. Was haben wir denn hier sonst noch? Kann man hier schon irgendwas sehen im Teambericht? Da jetzt irgendwas. Okay, er ist schon mal ganz gut drauf. Das hatte ich aber auch schon alles einmal gezeigt, ne? Da hat sich jetzt nicht so viel getan, glaube ich. Großartig. Ja, doch. Plus 2. 73 schon. Ich glaube, das hatten wir die ganze Zeit, ne? Yunis, ja, der muss sich noch ein bisschen verbessern, Armin Yunis. Ach doch, das sieht schon ganz nett aus. Ja, auch schon plus 3. Entwickelt sich auch. Sehr schön. Wir gehen mal in die Mannschaftsaufstellung und wechseln da ein bisschen herum und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Hat mich gefreut. Wenn es euch gefreut hat, lasst doch dann einen Daumen nach oben da und vielleicht ein Abo, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.